denkendes Gehirn quasi hat. So, der denkt schon, früher mal gesagt, was der Fahrer macht, merkt sich das Fahrzeug und setzt es um. Mittlerweile sind wir mit diesem LDVI-System so weit, dass das Auto dein Fahrverhalten schon abschätzen kann, was in der nächsten Kurve passiert wird. Also Technik hört nicht auf, Digitalisierung ebenso nicht, wobei manche nicht unbedingt die Freunde der kompletten Digitalisierung sind. Wir wollen nicht autonom bleiben, wir bleiben dabei V10, V12 etc. Und innen auch komplett neu gestaltet das Touchscreen, das auch sehr gut kommuniziert mit allen Unterstützungen, iPhone, Android und etc. Aber ganz ausschlaggebend viel wichtiger ist, das Design hat sich etwas verändert. Wenn man auf den Heckflügel schaut, der im Windkanal Werte erzeugt hat, wo der Performante mit dem ALA-System natürlich viel bessere Werte gehabt hat, aber durch diese tolle Downforce und diese DNA, die sich das Auto herumzieht, haben wir vorne Splitter montiert. Der Splitter hat die Eigenschaft, dass er auch diese Luft ansaugt. Ja. Saugt sie an, selbstständig, du brauchst, so wie beim ALA mit Klappen, und leitet die Luft an den Seitenschwellern vorbei und regelt die Luftströmung hinten über den Heckflügel wieder perfekt ab. Du bist ein wunderbarer Inszenator. Auch mein roten Hemd, sensationell. Ja. Aber ich möchte es mir nicht nehmen lassen. Ja. Wenn wir schon einen Profi vom Werk da haben, ja, den Andreas Last, der möchte mir jetzt bitte einmal zu mir bitten, der ist Italiener, Südtiroler, ja, mit viel mehr Enthusiasmus und mit viel mehr Energie da hineingegangen ist. Du bist durch ganz Europa getourt mittlerweile, jetzt Station in Velten am Wörthersee. Du hast die Highlights am Kopf, die das Auto noch mehr auszeichnen. Ich würde dich bitten, dass du das mit deinen Worten uns schilderst. Aber nur, wenn ein Zwischenapplaus wieder gemacht wird, gell? Danke. Ja, hallo, Michael, danke. Wir Österreich-Premiere, hast du vergessen zu sagen, ne? Ja. Also für alle Anwesenden, Sportwagen-Enthusiasten, Österreich-Premiere des Huracan Evo. Evo für Evolution. Die Glücklichen, die schon die Testfahrten machen konnten in diesen 2 Tagen, haben es mir bestätigt. Es ist ein völlig neues Auto im Gegensatz zum alten Huracan. Was unterscheidet das vor allem, das Auto? Es ist wie immer ein Allradantrieb für die, die vielleicht nicht so vertraut sind mit unseren Produkten. Dieses LDVI, das du angesprochen hast, das Gehirn, verwaltet auch das neue, die Hinterradlenkung. Und verbindet sie mit der Allradlenkung und steuert das alles integral und versucht somit das Fahrverhalten des Fahrers, die Einstellungen, den Fahrmodi, die Umgebung, hier zum Beispiel verhält sich das Auto anders als auf der Piste, vorauszusehen und damit den Fahrer zu unterstützen. Man merkt es auch wirklich, wenn man durch die Kurven fährt, sozusagen der Hintern des Fahrzeugs, das dann so ein bisschen mitbegleitet, ja. Also es ist ganz ein eigenes Gefühl. Konfigurationsmöglichkeiten wie noch nie zuvor. Wir bieten auch noch das Forged vom Performante, das vielleicht von einigen gefällt. Dieses eigene Carbon von Lamborghini eigens entwickelt. Wir bieten den Carbon Skin Interieur, Leder bis Alcantara. Es gibt wirklich viele Kombinationen. Sie können sich hier die Autos gerne mal anschauen und sie vergleichen. Und vor allem auch, wie du schon angesprochen hast, der Touchscreen, der vielleicht auch die jüngere Generation sehr begeistern wird, eigens von Lamborghini entwickelt. Ja. Kurz noch zum Motor vielleicht. Die großen Sportwagenfans werden sich fragen, was kann er? 640 PS Saugmotor, traditionell Lamborghini, ein V10. Er schafft 2,9 Sekunden 0 auf 100. Und eine Höchstgeschwindigkeit von mehr als 325 ist geschätzt, 5,2 Liter. Also ich hoffe für die, die ihn sehen können, dass er gefällt. Ich hoffe, dass für die, die ihn fahren können, auch dass er Spaß macht, dass er eine tolle Alternative bietet. Und ich bin froh und glücklich, das heute in Österreich das erste Mal präsentieren zu dürfen. Ja? Vielen Dank. Vielleicht noch...
Der Preis vielleicht, das wäre sehr interessant, weil da sind einige dabei, die möchten vielleicht dann auch gleich einen Kaufvertrag machen und anzahlen. Du hast mir schon wieder vorgegriffen, ne? Weil wir sind ja nicht nur zum Spaß da, sondern auch zum Arbeiten. Der Coupé beginnt bei 2,85 inklusive aller Steuern. Beim Spider müssen wir etwas drauflegen, 310 plus Mehrausstattungen, wobei das Fahrzeug im Grunde schon viel mehr Serienausstattung hat als der alte Huracan. Aber was wir auch nicht verabsäumen wollen, wenn wir diese Plattform schon haben, wir haben natürlich auch unsere Zwölfzylinder dabei, Aventador S und dieses Sondermodell, den SVJ 63 Edition, gibt es nur 63 Mal weltweit. Andreas hat ihn mitgebracht, aber er nimmt ihn auch wieder mit, das tut mir weh. Und natürlich unser Erfolgsmodell, Urus, der eingeschlagen hat wie eine Bombe. Keiner hat das erwartet, vor allem weil wir geschätzt haben, dass eigentlich die Lamborghini-Fahrer, die Enthusiasten, das sich als Zweitfahrzeug aneignen werden. Nein, es waren mehr als 50-60%, die noch nie ein Lamborghini gefahren sind, haben bei uns den Urus erworben und sind von anderen Marken zu uns gewechselt. Da sind wir auch sehr dankbar und sehr stolz. Und es geht in dieser Geschwindigkeit weiter. Wir können Ihnen garantieren, auch im nächsten Jahr, wir dürfen zwar nicht sagen was, aber wir haben wieder was Neues dabei und wir bleiben nicht stehen, wir entwickeln uns weiter. Und was wichtig ist, wir werden nicht mit E-Motor fahren und vielleicht unterstützend, aber nicht komplett, oder?